Rock'n'Roll Studioband Hot Rods. Der Applaus war auch schon mal kräftiger. So, hauen wir rum. Herzlich willkommen, neue Ausgabe hier aus dem Casino Kornmarkt. Und Herr Jörike wäre eigentlich heute der Erste gewesen, den ich begrüße, aber der hat Probleme mit seinem Mikrofon. Ich weiß nicht, hört man mich? Das gibt dem Ganzen jetzt das authentische Dein Live-Feeling. Mikro geht nach unten. Ist das bezeichnet? Nach oben? So, du meinst, bisschen, es geht mit mir bergab, oder? Ja, wir machen noch eine Tonprobe für den Herr Jörike. Das Ganze soll das Gefühl vermitteln, dass wir bei Wetten, ja, das sind. Aber wie gesagt, das ist eine Live-Sendung und, yeah, der Herr Grundheber, Roland Grundheber, unser nächster Gast, auch hilfreich, Herr Jörike, zur Hand. Einen extra Applaus. Der Mann mit der Mütze, eine kleine Basketball-Legende, Tom Jarosch. Auch von der ersten Stunde an mit dabei, beide, auch der Roland von der ersten Stunde. Und auch immer wieder gern gesehen, gern gehört und heute Abend wieder mit dabei, Dominik Koch, die Spielkarte. Ich habe hier einen Leserbrief, lieber Herr Schweiß, der junge Mann aus der DDR. Ist der ständig bei Ihnen zu Gast in der Sendung? Ist der Leserbrief von Gabi aus Bad Salzuflen? Ja, weil die findet ansonsten alles schlecht an unserer Sendung, bis auf den Lars und die Heftklammern. Gut, okay. Lars ist natürlich dabei. Heute ist Lars wieder dabei. Das freut uns ganz besonders. Und natürlich unser Mann Anton und mich, Matthias Sand. So. Freunde der volkstümlichen Musik, heute Abend Schwerpunktthema Volksmusik in und nach der Nachkriegszeit. Roland hat was Schönes mitgebracht, aber zuerst ist natürlich Dominik dran, denn Dominik spielt uns hier einen rein. Was hören wir, Dominik? Ein wenig später, aber die Richtung war schon ganz gut. Nachkriegszeit, das könnte Rudi Schuricke sein mit den Cabri-Fingern. Aha, aha, aha. Gerade jetzt, wo mich der Groove packt, blendet der Dominik aus. Also wirklich ein Meisterwerk deutscher Musik, auch tiefsinniger Text und mit der modernsten Technik, damals mit dem bestmöglichen Bontempi-Synthesizer aufgenommen, steckt sehr viel drin. Welche Erinnerung hast du an diesen Song, Roland? Warst du gerade da? Aha, aha, aha. Take on Me. War damals einer, also ich muss sagen, also dieses Lied hatte ich relativ schnell auswendig dran. Ja. Textsicher. Textsicher, ja. Ne, ich, und ja, so ab 10,5 war es noch doppelt so viel Text. Ja. Man sollte vielleicht erwähnen, heutzutage, oder was das heutzutage, seit den 60er Jahren ist Deutschland ja eine einzige Bildungskatastrophe. Und man sollte erwähnen, dass Stefan Remmler Lehrer war. Aha. Mit 2 E. Ja. Er war Lehrer und ich weiß nicht, ob er Deutschlehrer war, aber das zeigt ja schon, dass die pädagogische Ausbildung, dass da damals schon einiges im Argen lag. Die sind all zum Fernsehen gegangen. Thomas Gottschalk und so, die ganzen Pädagogen für massentaugliche Erziehung. Aber Trio war ja, ist ja so ein bisschen mit in die neue deutsche Welle reingerutscht.
War das eigentlich noch Schlager? War das Independent? Dieter Thomas Heck, muss man dazu sagen, Dieter Thomas Heck war ja die SPD des Schlagers. Dieter Thomas Heck? War die SPD des Schlagers, obwohl Dieter Thomas Heck ja CDU-Mitglied war, aber ja, er war die SPD des Schlagers, weil die Leistung der SPD ist ja, dass sie alles Revolutionäre in eine Form bringt, die weich ist, sanft, verdaulich. Und Dieter Thomas Heck hat sich gedacht, okay, Rex Gildo und Roy Black zieht nicht mehr so richtig. Er hat also die neue deutsche Welle ganz sanft, wie eben zarte Wellen sind, versucht, in den Schlager rüber zu retten. Mhm. Also das, was die SPD politisch macht, hat Dieter Thomas Heck mit dem Schlager, mit der neuen deutschen Welle gemacht. Er hat sie praktisch stromlinienförmig an seichte Gestade gebracht. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und unser Basketball, Mensch, hast du damals viel trainiert? Habt ihr da viel Trainingseinheiten zu der Musik gemacht? Oder war das jetzt nicht unbedingt Musik? Das war die Hymne, Ekstase pur bei dem Lied. Man hat gesehen, was das anrichtet. Ja. Hier Frank Bono Jürgeke und Roland Grundheber, die beiden hier. Ich sind ja geradezu, das war der Beginn einer großen Romanze, glaube ich, bei euch. Ja, auf ja, man muss einfach sagen, diesen Kontrapunkt, den er setzt mit Ich lieb dich nicht, es ist ja eigentlich genau anders gemeint. Ja. Denn in diesem Lieb dich nicht steckt ja eigentlich... Red sich um Kopf und Kragen, Frank. In diesem Lieb dich, ich lieb dich nicht, steckt ja eigentlich eine verdeckte Liebeserklärung. Ja. Weil je heftiger er sagt, ich lieb dich nicht, umso mehr wissen wir natürlich, dass sein Herz brennt, dass es glüht, dass da Feuer ist und dieses Feuer will raus. Aber er traut es sich nicht zu sagen und sagt stattdessen das Gegenteil, ich lieb dich nicht. Frank, ich bin katholischer Junge im Schatten des Doms, zügel dich ein bisschen. Aber Trio war ja auch ein bisschen Avantgarde. Yoko Ono hat mal einen Sampler rausgebracht zu Ehren John Lennons mit Künstlern aus aller Welt, die Lennon-Songs spielen. Und stellvertretend für Deutschland war Trio auf diesem Sampler. Das hat natürlich jetzt schließt sich der Kreis, das hat Klaus Formen, der deutsche Bassist, der ja bei den Beatles dieses Revolver-Cover entworfen hat und auf vielen Beatles-Platten und auch mit John Lennon und den ganzen Leuten zusammengespielt hat, war ja Produzent von Trio. Der kam ja zurück nach Deutschland und hat quasi Trio produziert. Und wie gesagt, Yoko Ono fand die so umwerfend, dass die auch wirklich auf einem Avantgarde-Album erschienen sind. Also eine große Ehre für eine deutsche, neue deutsche Welle. Die Yoko eben, ne? Ja, die Yoko eben. Wobei, ich muss sagen, also hier von Trio, ist das keine Sterne in Athen. Nee, das ist Remmler Solo gewesen. Das ist Remmler Solo. Das war Remmler das Solo. Das fand ich richtig gut. Genau, Trio war klasse. Ja. Also ich bin bekennender Trio-Fan. Also wirklich jetzt. Ne? Okay. Die hatten wirklich Kralle an der Gitarre. Der hat auch einen Mörder-Gitarren-Sound gehabt, wenn man den Jungen mal spielen ließ. So, jetzt sind wir wieder hier, meine Damen und Herren. Gut, das kommt gerade zur rechten Zeit. Ich habe gerade gedacht, wenn ihr da ruft, dann bringe ich lieber was zu trinken, bevor ihr dann nochmal schreit. Gut. So, ich habe mich daran erinnert, der Roland war schon mal hier, hat er so an der Minze geknabbert. Nee, die habe ich nicht geknabbert, die habe ich gegessen. Ja, gibt dem Roland so ein bisschen... Ein Snackteller. Ein bisschen extra Obst. Deswegen bin ich hier. Das haben wir für Sie, junger Alois. Ja, also ehrlich, das ist wirklich... Wir konnten Roland nur verpflichten, weil wir ihm ein... Snackteller. Ja, ja, der Frank, also sein Pflegeangeruf, er braucht Vitamine, deswegen gibt es jetzt ein bisschen was Größeres. Das ist sehr gerne. Lieb. Das ist ein Teller wie vom Mars. Ja, den gibt es auch nicht im Handel erhältlich, selber machen, ja? Ja. So. Aber Axel, ich habe da noch einen Einwand. Du sagtest eben was von diesem Klaus Formen, wusstest du? Und das ist jetzt nur so ein kleines musikalisches Action, was ich da aufmache. Es ist den wenigsten bekannt. Dieser sogenannte Klaus Formen hatte auch noch einen Bruder und er war Boxer und er hieß George. Ja, stimmt. Rumble in the Jungle. Oder was der Thriller in Manila? Nee, Rumble in the Jungle. Ja, richtig, genau. Aber das war das schwarze Schaf der Familie. Ja, der entsprang einer Liaison. Liaison. Wie hieß die Dame? Liaison? Liaison, ja. Lisa vom Chaiselong. Ah, so, gut. Zurück aber zum Thema. Ich die ganze Zeit drauf Zurück zum Thema. Wir haben natürlich auch wieder ein bisschen Vinyl.
Ich habe mal eine Vinylplatte mitgebracht. Du willst mich aufspießen? Nee, ich kann's für dich. Die Plackets hat einen regionalen Bezug. War die erste Band, die ich live gesehen habe. Auf der Maria Hofer Kirmes. Ich glaub, Beethoven wäre das gewesen. Nee, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Ne? Kannte bis jetzt eigentlich nur die Musik der Beatles, Rolling Stones und der Monkees. Und die Jungs spielten freitags oder war es samstags, samstagnachmittags, denn zeitgleich liefen noch die Monkees im ZDF. Die spielten bei uns auf der Kirmes und es war eine Offenbarung. Also bis dahin habe ich diese Black Music, diese Soul-Musik noch nie so gehört. Also man hat schon mal ein bisschen was im Radio gehört, aber das war überwiegend doch dieses entweder Schlager oder dieses englische Dave DiDozzi, Biggie McIntyre und wie Touch. Die Bands alle hießen. Touch, ja, und egal wie. Aber dann kamen auf einmal diese zwei Amerikaner, die da gesungen haben, und einer ist mittlerweile schon verstorben. Mel Jackson, ne? Ja, der Mel Jackson ist schon tot. Und die haben wirklich diese ganzen Klassiker gespielt. Und der Erik kann mir bestimmt sagen, der Petro Longen, der spielt auch jetzt auch in einer aktuellen Band, die demnächst hier im Casino gastiert. Groove, wie heißen die? Nee, Feeling Groovy ist... Keep Grooving. Also da sind schon einige Leute aus der Gründerzeit der Plackets wieder unterwegs musikalisch. Also demnächst auch mal ein bisschen in der Presse gucken. Hier im Casino Konzert von denen. Aber Bill nicht mehr, ne? Und nee, Bill ist nicht mehr dabei. Aber dem geht es nochmal relativ gut, nach der Krankheit. Ist jetzt wieder auf den Beinen. Aber das ist Musik, die mich berührt hat und die mich eben halt fasziniert hat. Und ich bin heute noch sehr vielschichtig, aber gerade Black Music von den Blackheads. Wieso ist denn der gelb? Ja, der ist vielleicht, ja. Ich weiß jetzt nicht, ehe wir jetzt wieder was politisch Unkorrektes sagen. Heute ist halt besser nicht. Der war nicht ganz so dunkel. Bitte? Nee, das ist nicht Trio. Ich meine, du warst eben etwas länger auf der Toilette. Duo. Wir sind schon lange drüber hinaus über Trio. Die wollte ich mal zeigen. Der Frank hat natürlich auch eine Platte mitgebracht. Oder wollen wir lieber erstmal die von Roland zeigen? Nein, ich finde einfach... Weil der Roland hat ja musikalisch den höheren Anspruch. Ein Schätzchen. Du bist jetzt dran. Also erstmal, liebe Vinylisten, oder also wenn also mehrere Vinyl. Ich bin kein Vinylisten, ich war in den 80ern der erste meiner Jahrgangsstufe, der einen CD-Spieler hatte. Ich war, wie es fachsprachlich heißt, ein Early Adopter. Dann warst du ein Kassettist. Nein, ich war kein Kassettist. Ich hatte mit den Kasematten nichts am Hut. Ich war wirklich ein Kompaktdiskler. Ja. Hat er noch CDs oder nur ein Player? Also ich hatte auch CDs und die waren damals schweineteuer. Ich bin in den Sommerferien Busse schrubben gegangen. Ich schrei doch nicht so. Entschuldigung. Hör mal, Kerl. Der hatte noch, aber nicht so. Der hatte noch einen Philips-Kassettenrekorder, der immer Bandsalat machte. Weil er hat sich schon früher sehr gesund ernährt, der Herr Jörike, mit dem Bandsalat. Ich stelle mir gerade vor, wie er versucht, die Kassetten in den CD-Player zu drücken. Das hat wahrscheinlich mehrere Jahre gedauert, bis er dahinter kam. Ja, gut, aber ich meine, der Mann hat sich entwickelt. Klar. Der Mann hat sich ganz klar entwickelt. Aber jetzt mal zu Roland also und seinem schwarzen Gold. Also, hast du Weihwasser dabei? Ich war nie Vinylist. Ja. Ich hatte auch nicht dieses untrügliche Ohr, wie ihr hattet. Also meine Beweggründe für mir damals Platten zu kaufen waren visueller Natur. Und das heißt, ich ließ mich immer visuell vom Plattencover verführen. Ich war damals 14. Und sie war 31. Und sie war 31. Nein, ich bin ja noch nicht fertig. Also hier hohe Tannen, weiße Birken. Zeig es. Ja, ich stand drauf, weil das waren auch ganz tolle Titel hier, der alte Lumpensammler. Wenn die Glocken hell erklingen, die kleine Pimmelbahn. Bimmelbahn, ja. Und Europa steht daran. Du musst es wirksam in die Kamera halten, damit der Kameramann... So, okay. Aber du kannst hier oben,
Das ist eine Platte aus den, naja, Anfangen der 70er und du kannst es daran erkennen, weil damals hieß die EU noch Europa. Da siehst du oben dieses Markenlogo. Gibt es immer noch, ne? Ja, das und, erklärt den Brexit. Ja, und wenn so, und jetzt kommt es. Da darfst du aber nicht machen. Wenn du es rausziehst. Oder mach es ruhig, bitte. Dann erkläre ich. Ich erkläre das. Zieh es raus, weil jetzt wird es schmutzig. Wie zieh es raus? Nein, es wird schmutzig. So weit bei euch auf der es Ecke wird da. Schmutzig jetzt. Also, Nico, ja. Ich mache die Werbung weg. Genuss im Stil der neuen Zeit. Das war damals der Werbeslogan von Lord Extra. Du darfst die Marke Lord Extra nicht erwähnen, weil das ist Schleichwerbung. Nein, die gibt es nicht. Nee, die gibt es gar nicht. Außerdem ist Rauchen absolut gesundheitsschädlich. Also wir alle sind ja Nichtraucher und wir verfluchen das. Aber lasst mich noch gerade drei oder vier Titel ansagen, also die mich damals, also nicht nur visuell, sondern auch hat so verführt haben, für zuzugreifen. Du hast mir die übrigens nicht verkauft. Wir sind fünf Mädchen. Wir sind fünf Mädchen. Ja, drei weiße Birken, der Wilddieb, lustiges Leben, O Annemarie, das Echo vom Königssee. Das mit zwei Flaschen. Du kennst Echo von Königssee? Das fünf wilde Mädchen, wie heißt das, fünf wilde Mädchen? Die fünf wilden Mädchen, die kenne ich auch. Das behaupte ich mal, hat deine Fantasie befeuert. Nicht nur das. Und es war dann so, ich wurde dann zwei Jahre später, nachdem ich diese Platte gekauft habe, wurde ich deutscher Jugendmeister im Tischtennis. Ich war der Einzige, der hier mitspielte. Die Leute haben das Cover gesehen und sind in Ohnmacht gefallen. Das, also mir ging es nie um halt eben diesen Genuss des Hörens, sondern um halt die Visualität. Also das, ja... Finde ich einfach nur toll. Es sind einige Erinnerungen drin. Ja. Ja, also ich erinnere mich auch noch an diese Zeit der Europaplatten. Da war Europa noch in Butter, da war noch alles okay. Das war eine schöne Zeit. Und das war natürlich nicht deine Zeit. Denn obwohl du ja schon ziemlich alt aussiehst, bist du noch gar nicht so alt. Das stimmt. Ich bin letzte Woche 28 geworden. Ja. Euro. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich hier in der 48 Gedächtnis lässt nach. Aber ich kann mich erinnern, als ich dich vor zwei Jahren in der Reha besuchte, hattest du deinen 40. gefeiert. Aber ich meine, war das, oder? Oder hast du mich wieder angelogen? Ich bin wieder angelogen. Dann habe ich dich angelogen. Aber Thomas, erzähl du mal... deine Platte, du hast natürlich wieder aufgrund deiner Krankheit vergessen, die Platte mitzubringen. Platte? Aber es sei dir verziehen, die Platte, die dich, die dein die Leben... Platte. Die habe ich dabei. Die Platte hat er immer dabei. Extra Applaus. Nein, du... Ich kann diese Stangen übrigens sehr empfehlen. Diese Stangen, was ja. Da auf der Seite köstlich. Losgeht hier. Es macht nicht so viel Werbung, ist nur für uns. Ja, also die Platte... Sagen, ja, Lars, wir wissen ja, dass Lars... Gutes zusammenmischen kann, aber er kann sogar Obst so arrangieren und so zusammenfügen, dass daraus eine Komposition wird. Leute, wir haben keine Kochsendung. Aber wir haben keine Kochsendung. Kriegst du die Massen. Ja, ich weiß das. Die Leute interessieren sich nicht für Musik, die wollen Kochtipps hören. Ich weiß das. Wenn man hier dieses Ensemble, ihr verfressenen Säcke, habt das alles schon auf den... Kochsendung. Wir haben eine Kochsendung. Wir haben einen Koch dabei. Ist das natürlich nur eine Ananas. Aber wer genau hinguckt, entdeckt, da ist mehr drauf. Was ist drauf? Da, diese Ananasspieße, die du hast. Ja, genau, diese Ananasspieße. Frische Minze mit braunem Zucker zusammengequetscht. Und da sind wir wieder bei den Rolling Stones, Brown Sugar. Brown Sugar da. Das war ein Verweis auf Las Vegas Ananasspieße. Aber wer ist denn jetzt Anna und wieso ist die nass? Anna war spießig. Also, nein, es ist gut, okay. Anna-Thema, lass die nass mal weg. Deine Platte. Oh, das waren so viele, die ich deswegen... Ich hab, ja, aber es gibt da eine bestimmte. Ja, ich habe all meine Lieblingsplatte, eine nach der anderen, versucht, in meinen Rucksack zu bringen. Jetzt habe ich keine Lieblingsplatten mehr, die sind alle zerbrochen bei dem Versuch, weil der Rucksack so klein ist. Jetzt kann ich euch also nur so mitteilen. Wo du jetzt Anna sagst, da kommt mir natürlich sofort Bab in den Sinn. Für uns zu schnicke, habe ich geliebt. Anna, aber, also Bab. Bab.
Die haben ein Lied, Anna, Anna, dreh ja, dich ja, mit ja, um. Ja, ich kenne das. Ja, aber eigentlich, wir haben uns eben unterhalten, die erste, die ich geschenkt bekommen habe, meine ersten LPs waren einmal Argo of a Driver von Steve Winwood und Turn of a Friendly Card von Alan Parsons. Aber was mich wirklich damals umgehauen hat, ihr kennt meine Liebe zu Billy Joel, aber Bruce Springsteen, die Born to Run. Und bitte nicht verwechseln mit der Born in the USA, sondern die Born to Run. Das war für mich eine Offenbarung. Ganz neue Musik, Power, Backstreets und boah, ja. Jungle Lands. Ja. Das Ding ging 10 Minuten mit einem Saxophon-Solo von Clarence Clemens. Mhm. Da gehe ich heute noch in die Knie, wenn ich das höre. Der ist ja leider verstorben, Clarence Clemens von der E Street Band. So viel Power in der Platte wie auf der Born to Run. Wahnsinn. Ja, Bruce Springsteen sagte selbst, ich wollte ein Album machen, indem ich mich selbst im Auto sitzend sehe und die Highways entlang rase. Das hat er mir und auch erzählt, stimmt. Ja. Das, ja, hat er dir das auch erzählt? Ach, lass mich doch rumspinnen. Also er hat damals zu mir gesagt, ich erzähle das nur dir, Axel, weil ich dich gut leiden Axel. Kann. Axel, du bist Axel. Er hat mich Axel genannt. Ach so. Ja. Und, wie? Bruce Springsteen hat dich Axel genannt. Ja, ja, der hat mich ja, Axel er hat, genannt. Er hat ihn mit dem Eiskunstläufer verwechselt und Doppelaxel ja, und. Genau, genau. Mit dem Achselzucken. Mit dem Achselzucken hat er mich auch verwechselt. Und mit der Achselhöhle. Also, wenn man dich anguckt, und das wissen die wenigsten eigentlich, aber dann sieht man einen Axolotl vor sich. Ja, genau. Wer die kennt, die Viecher, ja, mal ja, googeln. Ja. Genau, aber der Kettwiesel-Darsteller ist ja jetzt auch verstorben. Und die wollen jetzt eine Neuauflage machen. Ich fahre nächste Woche nach England zum Casting. Kannst doch gar aber jetzt noch mal was zum Thema ich Vinyl. Ich lass mich synchronisieren. Ah. Jetzt aber, was war jetzt mit Bruce Springsteen, mit dem Boss? Okay. Lass jetzt, den Jungen mal ausreden. Okay, ja. Ja, wie, was war mit dem Boss? Das, war, okay, das hat er gesagt. Er sagte, er hat ein Album gemacht und hat sich selbst im Auto sitzend gesehen und ist dann die Route 66 oder weiß Gott was runtergefahren. Und das sollte die Musik sein, der Soundtrack seines Lebens. Ja. Was das war die. Also für die heimische und dann, Region, dann die kam halt noch. Die 66 ist die B51. Ja, ja, richtig, genau. Und okay. dann habe ich mir direkt die Darkness on the Edge of Town geholt, die vorher war. Ja. Die ja auch bei vielen als eine der besten Alben aller Zeiten ja. gilt. Ja. Boah, das war Hammer. Das war Hammer. Und dann war er ja weg vom Fenster, der Boss. Und dann war ich in Amerika im Austausch, 83, 84. Und er hat eine lange Zeit nichts mehr gemacht. Und irgendwann gucke ich auf so eine Zeitung. Das war so ein. Ja, so New York Times oder sowas war das. Also nichts Anspruchsvolles. Und da stand oben nur eine Schlagzeile. The Boss is back. Gibt das war ganz oben drauf. Und das war, als er dann Born in the USA rausgebracht gibt hat. Gibt die New York Times auch in Deutsch? Nein, das ist, in Deutsch ist das die Ehrang Times. Ehrang Pfalzel Times. Ehrang Pfalzel Zeit. Du meinst eine Rathauszeitung? Nee, da sage ich jetzt besser nichts. Ich kann dir für den Stadtrat... Nee. Platz 27, Liste 1, jetzt habe ich doch gesagt, Ende. Ja, die Sendung wird nachher ausgestrahlt. Und dann können wir seine Niederlage feiern, kein bis, Thema. Bis ihr die ausstrahlt, kandidiere ich für die Nachfolge von Donald Trump als so. Idiot des Tages. Also bevor es jetzt zu politisch wird, hören wir Musik. Die Jungs von Hot Rods sind schon ganz heiß, uns mit einem Song zu beglücken. Was werden wir hören? Gibt es da schon eine Anweisung? Dio ist gut. Trio, oder? Dio. Ist das auch eine neue deutsche Welle? Nee. Okay. Wie ist der mit The Wanderer? Hieß er nicht Dion? Oder ist Dion, ne? The Dion. Celine Dion, das war's. Nein, Dion The Wanderer. Also, komm, vorher, lass die Jungs wir hören machen. Jetzt Musik. Hot Rod! Too long in the midnight sea.
Unsere Jungs von Hot Rod und ja. Thomas hatte noch das Bedürfnis gehabt, was mitzuteilen. Ich hatte gerade ein traumatisches Erlebnis. Also Leco Mio sind die Jungs gut, ey. Also wirklich, und Rainer und hier der Bengel da, Tom, der kann singen und das Schlagzeug. Ihr seid echt super geil. Aber ich habe dabei, während ihr Musik gemacht habt, Rolands chemischen Experimenten mit seinem Glas zugeguckt und dabei auf dieses Cover geguckt. Und das nennt man innere Zerrissenheit. Die geile Musik von hinten und dieses Cover. Ich brauche hier nach. Ist ein Psychiater im Raum. Ja, wobei, man muss jetzt dazu sagen, diese Reihe Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das, was hier drin ist, ist Drugs, also Alkohol. Der Rock'n'Roll ist hier. Und das hier steht natürlich für Sex. Sag mal, willst du ein Verhältnis mit Heidi anfangen, oder was? Die Frau Rottenmeier, die aber aufs Dach steigen, mein lieber Frank. Äußere dich nicht so abfällig über Rolands Fantasien als 14-Jähriger. Nein, also ich habe den Eindruck, Thomas, du hast zu viel Vinyl geschnüffelt. Ja, also es gab früher mal eine Platte, die hieß... Wir können uns ja duellieren. Nein. Das war ungefähr genau so ein Bild und die hieß Ein Abend auf der Heidi. Auf der Alm? Ja. Nee, ein Abend, genau, da war eine Alm, aber ein Mädel und dann... Das war keine Platte, das war deine Pornosammlung. Nee. Ein Abend auf der Heidi? Nein, Ein Abend auf der Heidi? Nein, Thomas, die Pornosammlung, das waren so rechteckige Kassetten, die hat man in so ein gefräßiges Gerät reingeschoben und dann kam dann auf dem Bildschirm... Ja, hat der Frank auch ein Jahr versucht in seinen...
Discplayer zu schieben. Ja, die Video, großen. Die Videokassetten. Und du siehst, nichts draus geworden, der arme Kerl. Doch. Aber hier... ein Amt auf der Heide kommt auch zurück. Wir haben eben schon gesagt, keine Kochsendung, ist doch eine Kochsendung. Denn unser DJ ja. Dominik Koch wartet auf seinen Einsatz. Wie war das die mit dem zweite Scheibe. Und ich habe mir gedacht, wenn, ja, das kommt gleich. Jetzt ist erstmal. Also, ich habe mir gedacht, wenn ihr schon von Plattencovern mit hübschen Frauen sprecht, ich habe ja meine erste Schallplatte auch mitgebracht. Die spiele ich euch jetzt an und könnt ihr drüber reden, weil das ist dann so das englische Pendant und ist so ein bisschen, was bei rauskommt, wenn ein Italiener in München eine Amerikanerin trifft. Was, wenn ein Italiener? Wenn ein Italiener in München eine Amerikanerin trifft. Berliner. Pizza. Fast. Berliner. Ach, oh, alles klar. Ja, ich sag eh, ja. Also Leute, ich hatte jetzt eine Offenbarung. Ich höre das Lied, Denk an Kraftwerk Autobahn und dann diese quietschende, vom Auto überrollte Donna Summer. Das war wirklich jetzt, das war Kopfkino, das lief jetzt wirklich ab. Und da wolltest du auf die Heidi. Hast du Kraftwerk? Sagen, die Dramaturgie in dieser Sendung ist wieder perfekt. Wir reden hier über die Alm. Dominik schlägt den Bogen zu Südtirol, zu Giorgio Moroder. Ja. Und da wir ja sowieso die ganze Zeit sind wir dann auch wieder bei Donna Summer, die ja für ihr Stöhnlied Love, ja. To Love, Love to Love Aber You Baby. Ihr seid euch ja wohl im Klaren, dass diese Sendung nach 22 Uhr laufen muss. Das will ich die hoffen. Sendung für das aufgeweckte Kind. ich weiß. Also da müssen wir schon so eine Art Jugendschutz drunter legen. Also ich meine... Du hast mit Auf der Heide angefangen. Ja, aber was, die Platte hieß so. Ich meine, Heide, Heide auf der Heide. Nein, doch, auf der Heide. Doch, sah ich nah, mein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. Ja. Aber so jetzt, hast du den gekauft. Ja, aber jetzt Tom, wir beide sollten uns ein bisschen zurückhalten. Ja, hast du die zwei Schmusebacke gehört bei der Musik? Ja, ich weiß. Wenn Sie bei diesem Lied eine Offenbarung haben, möchte ich den Zuschauern und hier den Anwesenden auch meinen... Ja. Also mein geistigen Erguss, wo er angespielt, Dominik, jetzt super. Fängt er mit Ergüssen an, muss nach 23 Uhr laufen. Ich habe mich, wie er dann angespielt hat, gefragt, ob ich Dunja Summer auch im Winter hören kann und ob ich Johnny Winter im Sommer hören kann. Das sind Zeiten des Klimawandels kein Problem. Was sagst du? Kann man Dunja Summer im Winter hören? Die schwedische Pippi Langstrumpf, die immer Schule schwänzt, die würde das sagen können. Thomas, ich Entschuldigung. Also, ich kann dir sagen, ich habe auf Donna Summer auch schon im Winter getanzt. Du verstehst den literarischen Ansatz. Ich verstehe den literarischen Ansatz. Er ist durchaus auch berechtigt. Weil auch wieder, hier haben wir wieder das Hegelsche Grundaxiom, eben ja. These, Antithese. Und Stichwort Donna Summer. Donna Summer steht ja für die Vereinigung, also für die Synthese. Und für Johnny Winter, der natürlich auch im Sommer gehört werden kann. Das war meine Frage. Kann man Johnny Winter im Sommer hören, ohne dass man Schuldgefühle bekommt? Ich würde sogar sagen, unbedingt. Man Johnny Winter, denn jetzt sind wir bei Greta, die die Schule schwänzt. Mit K geschrieben. Ja, Johnny Winter macht ja Blues. Und da wir ja in Zeiten des Klimawandels keinen Winter mehr haben,
verursacht praktisch das Fehlen des Winters Blues. Und da haben wir dann die Brücke zum Greta. Und zwei Stunden. Jetzt weiß ich, warum du jede Sendung hier sitzt. Ja. Aber kann man Coldplay auch in der Sauna hören? Das wäre eine ähnliche Frage. Coldplay in der Sauna? Ja. Ja, wenn du schon hier das hegelische Prinzip bemühen. Nee, ich meine, das ist jetzt mal eine ganz interessante Perspektive, die oder wir U2 in der U-Bahn. So. U2 in der auf dem Kreuzfahrtschiff auf der U. Nee, das geht nicht. U2 ist ja ein U-Boot. U-Boot. Das geht genau. Nicht. Ja, hier, Herr Jürike, Bruno Jürike. Ja, ich meine bei U2. Running Gag. U-Boot, ja, ist es klar. U2. Es ist klar mit U2. U-Boote, wo sieht behalten sich U-Boote auf? Möglichst tief, U2. Weit unten. Und dann. Also, wenn du das sagst, bekommt das Sinn. Warum kickst du? Du kickst auf einmal. Also, ich kicken. Du hast gerade gekickst. Ja. Ich meine, knapp. Oh, besser. So ist besser. Besser hat auch besser. Also, ich als Hauptschulabgänger genieße diese unheimlichen Abenden mit euch. Du genießt immer deine. Du zelebrierst deine polisarische Herkunft. Damit ja, genau. Bist du der wahre Intellektuelle. So. Nein. Ich liebe das. Auch wenn ich euch geistig nicht folgen kann, aber es hört sich gut an. Das es hört sich gut auch an. Hört sich gut an und ich denke, du bist von intelligenten Menschen umgeben. Obwohl, wie das gesagt, kann ich kann täuschen, damit ne? Nicht viel anfangen. Ja, aber Ali, damals hört sich war der Hauptschulabschluss war damals noch was wert. Ja, stimmt. Mir hatte ja nichts, so kurz nach dem Krieg. Mir hatte ja nichts. Mir hatte ja nichts anderes. Weißt du, was für mich das schönste Erlebnis? Der 30-Jährige oder? Ja, so fast. Weißt du, was für mich der Bauernaufstand. Weißt du, was für mich das schönste Erlebnis war? Ja. Die Platte zu kaufen. Nein, das war eins. Zwei schönste. Das war das viertschönste. Das schönste Erlebnis war für mich der Ostenbodenkaffee nach dem Krieg. Muss ich jetzt hier mal so sagen. Minz ist auch gut. Ja, bei meinen Großeltern gab es immer nur den Bodenkaffee. Bodenkaffee. Du hast dir doch von den Amerikanern die Seitenstrümpfe gewünscht. Ständig. Die haben die auch Netzstrümpfe. Die Netzstrümpfe. Hab ich doch immer gesehen auf dem Schwarzmarkt. Der hätte mal den sehen müssen. Immer den Krumpern hingebracht für Netzstrümpf. Also du hast mir versprochen, dass du nichts sagst. Ja, aber jetzt, wenn, ja, wenn aber du wir sind schon. Ja, hier unter uns, da kann man so Sachen schon mal sagen, das erfährt ja niemand davon. Ja. Aber jetzt noch mal zum Thema Vinyl. Wusstet ihr überhaupt, und dann Woody Allen auch einen Film rausgebracht hat, der Vinyl hieß 1967? wisst ihr überhaupt, was das Wort Vinyl bedeutet? Ihr Wühnhallnisten, wie heißen die? Wühnhallnisten. Sag das nochmal. Das hört sich was ganz Hartem an. Ein Rohstoff. Vinyl, ich kann dir sogar die Molekularstruktur von Vinyl auswendig sagen. Nach dem hegelischen Prinzip. Ne, CH minus CH hoch 2. Also, wenn da jetzt keiner zugehört hat, der... Nee, ist wirklich... Ich wette, wir bekommen nach der Sendung empörte Leserbriefe von Chemielehrern. Nein, das stimmt. Es stimmt. Das stimmt wirklich. Roland hat sich bestimmt du hast dich vorbereitet belesen. Der hat sich Vinyl, belesen. Kann ich euch mal sagen. Ihr redet hier der ganzen Sache nur aber über Vinyl. Aber du arbeitest doch viel mit Acryl. Acryl ist sind die Schwester... Sind die Dämpfe eigentlich schädlich? Acryl ist ja die kleine Schwester von Vinyl. Vinyl. Weil Vinyl ist der große Bruder und Acryl richtig. Die kleine Schwester. Und was ist Asyl? Django Asyl, der hat damit nichts Django zu tun. Asyl ist ein guter Liedermacher. Django Asyl? Ja, Django Asyl, kennst du den nicht? Nee. Doch. Also ehrlich, wer kennt Django Asyl? Ich. Gibt doch schon einige Leute, die den kennen. Ja, doch. Ohne du Quatsch. Guckst einfach zu wenig Kultur. Nein, ich habe mit Roland jetzt einen Fanclub gegründet hier und arbeite mit einer Satzung. Also dieses Album wird nach der Sendung bei Amazon und eBay in die Höhe schießen. Ja, da wird der Wollis Preis für Windauge wird überboten. Also 500 Euro. Wir versteigern diese CD, diese Platte, Entschuldigung, Vinyl, um einen Friseur für Greta zu bezahlen. Mit Greta. Gut. Aber jetzt nochmal zurückzukommen. Aber Greta ist ja noch. Sind die schon in der EU? So. Oder was? Greta ist ja als Teil. Greta gehört ja zu Griechenland und Griechenland ist eine EU. Also von daher, Greta ist in der EU. Gut. Axel, ineinander vorbei. Nein, das kann nicht bei. Jetzt nochmal zu Vinyl. Du hältst ein Glas falsch. Zusammen aus.
So, jetzt sag, weil ihr redet die ganze Zeit von irgendwas, was ihr gar nicht wisst, immer nur Platten und so. Es gibt Vinylböden, es gibt Vinylfilme. Ich hatte mal einen Platten, weil da wollte ich sagen, ich bin mal nach dem Auftritt an mein Auto gekommen. Vinyl hat viele Gesichter. Und da hatte ich einen Platten gehabt. Das hat sie bis heute in einem Plattenwitz manifestiert. Also nochmal, Vinyl kommt, den ersten Teil, Vinyl aus dem Griechischen und es hat, Vininum aus dem lateinischen Wein. Und der andere Teil, Öl, aus dem Griechischen, und es heißt Stoff, Weinöl. Materie. Und daraus wurde es zusammengesetzt. So, daher kommt der Ausdruck Vinyl. So, liebe Kinder, ihr habt was gelernt. Ja. Ihr habt jetzt neben all der Sauerei vom Herrn Jörige, habt ihr jetzt auch noch was richtig von Onkel Roland. Onkel Roland ist ein ganz, ganz lieber Onkel. Der hat zum Beispiel auch hier für das Schweißperlenlied das Cover entworfen. Wer kann sich noch daran erinnern? Das ist der Rockman. Rockman. Rockman hier hat Roland gemacht. Und jeder bekommt nachher noch so ein Exemplar. Man kann das und auch hören. Im offenen Kanal auch Onkel Rolands Nachbarschaft. Da erklärt er euch Kindern Zusammenhänge zwischen griechischem Wein und Vinyl und Onkel war jetzt schon zweimal im Spiel. Ich kann auch zu Onkel was sagen. Lieber so. Ein Onkel, der Geschenke bringt, als eine Tante, die Klavier spielt. Gell? So, das und ist man sollte natürlich klarstellen, dass du kein böser Onkel bist. Nein, das ist ein gutes, das ist ein gutes Schlusswort, denn Tom muss jetzt zu seiner Therapiesitzung. Ja. Hier müssen wir abbrechen. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken bei Frank Jörige. Vielen Dank. Ja. Roland Grundheber. Thomas Jarosch, ich muss dir jetzt überlegen, ich muss dir jetzt echt überlegen. Dominik Koch, oh ja. Las Vegas, der unglaubliche oder das unglaubliche Phantom des Casinos, Matthias Lanz. Matthias Phantom. Und natürlich unsere Studioband heute Abend, Hot Rod. War schön mit Ihnen. Wir sehen uns in einer nächsten Ausgabe von Schweißperlen und Jugendsünden natürlich wieder hier aus dem Casino am Kornmarkt. Macht's gut, schöne Zeit bis dahin. Tschüss und hier Hot Rod. Hey.